wenn du schon mit Feuer spielst, dann musst du damit rechnen, dass du dich vielleicht auch mal verbrennen kannst. Emotionen haben da nichts zu suchen. Diese Schlägerei danach mit Khabib, warst du da beteiligt? Sei ehrlich. So Leute, bevor ihr seht, was bei Khabib gegen Conor Schlägerei passiert ist, ein kleiner ESN-Check verstärken. Viel Spaß mit dem Video. Was geht ab, Leute? Wir wollen heute auf eine Nachricht. Auf eine Nachricht reagieren. Und zwar habe ich dann ein paar Fragen an Abus. Das ist ein ganz spontanes Ding. Und ja, mal schauen, was du davon hältst. Ja, mal schauen, was du da hast. Also, die News sind, McGregor will sich im Mittelgewicht versuchen. Was sagst du dazu? Oh, das hört sich gut an. Ja? Ich sag nur welcome, Alter. Das ist. Ich höre, dieser Kampf gegen Conor, ne? Das wäre auf beide Seiten Win-Win-Situation. Ich hätte seine Karriere beendet und dadurch hätte ich meine Karriere auch beenden können. Ich hätte nicht mehr kämpfen müssen. Der hat mit 66 hat er UFC unterschrieben in seiner Gewichtsklasse. Jetzt ist er in meiner Gewichtsklasse. In ja, zwei Jahren kämpft er gegen Garno wahrscheinlich auch noch. Ja, ja. Hey, wenn ich so weiter esse, bin ich auch bald Mittelgewicht. Ja, du siehst auch schon ein bisschen wie ein Garno aus. Ja. Also was denkst du, wie der Kampf zwischen euch ausgehen wird? Zwischen mir und ihm? Ja. Rein hypothetisch. Wir gehen davon aus. Ich stell mir gerade mal vor, so. Wir gehen rein, dies, das. Der hat. Weil du weißt, wie der kämpft. Der war früher bei. Du warst ja dabei, wo der gegen Khabib gekämpft hat. Ja. Ich meine, du hast das ja nicht nur vom Video, sondern ich auch live auch erlebt, wie der kämpft. Ich sag mal so. Ende zweite Runde Submission, Alter. Erste Runde wird so kritisch sein wahrscheinlich, weil der ist auch starker Mann, Boxen, ringerisch, okay, jetzt nicht, aber ich habe auch nicht vor, mit dem zu ringen. Bisschen Stand-up, dies, das und dann zweite Runde in tiefem Wasser so rein mitnehmen. Ja. Einmal die dunkle Seite zeigen, mit einem Auge. Also das wäre so ein Kampf, so ein Traumkampf, wo ich danach direkt aufhören könnte. Ich kämpfe nur noch einmal in 5 Jahren jetzt. Früher wollte ich gegen den kämpfen, dass ich einmal seine Fresse poliere. Ne? Aber ja. Mittlerweile hat jeder Zweite seine Fresse poliert. Es gibt auch keinen Reiz. Das Einzige, warum ich das machen würde, wahrscheinlich Geld. Dass ich am Ende des Tages kommt es ja drauf an, ob du deine Rechnungen zahlen kannst oder nicht. Oder auf Ratenzahlung feinbaren muss. Conor in seiner Bestzeit gegen Islam Makhachev jetzt. Knapper Ding, Alter. 50-50 würde ich sagen. Boah, sei ehrlich, Conor in seiner Bestzeit war schon gefährlich. Ja. Der war schon gefährlich. Was ich denkst du? Kleine Analyse. Ich denke 70 Kilo, ne? Ja. Beide in Prime. Die aktuelle Form von Islam und damals die Topform von Khabib. Ich hätte gerne diesen Kampf gesehen. Conor. Ich hätte gerne den Kampf gesehen. Ich bin natürlich für Islam, aber das ist so ein Kampf 50-50. Ja, ja. Man, mit Khabib hat er schon gut gekämpft. Bro. Leute, nicht erschrecken, ich muss nur meinen Fuß kühlen. Das ist ein bisschen angeschwollen. Aber wir machen jetzt weiter. So, 50-50. Ja. Ja, aber wäre schon. Also, beide halten schon. Ja, ich hätte sogar für diesen Kampf $1000 bezahlt, Alter, um einmal zu sehen. Ja? Einfach so. Hey, ich habe eine andere Frage. Diese Schlägerei danach mit Khabib, warst du da beteiligt? Sei ehrlich. Ja, ich war nicht beteiligt. Erstens, weil ich saß in derselben Reihe, wo Conor seine Familie saß. Ja. Und wo das Ganze angefangen hat, ich schwöre, um uns herum waren locker 30 Securities, Alter. Und die haben direkt, ich war ja nicht alleine da, es waren noch 2, 3 Dagestaner da. Und ich muss sagen, ich sehe am wenigsten als Dagestaner. Und die mit so mit Bart, mit so kaputten Ohren, so gefährlichen Gesichtern. Und direkt diese Securities, Bro, du hast eine falsche Bewegung gemacht, don't move, so die ganze Zeit. Ich so, yo, Alter, ich bin Zuschauer, Mann. Ich bin Germany, habe ich gesagt. Dagestani ist hier. Aber das hat nicht gebracht, Alter. Und da konntest du nichts machen, Bro. Ich schwöre.
Da waren, wie viele Zuschauer waren da? 20.000? Davon waren 19.990 Irren, Alter. Nur 10 Dagestaner vielleicht so. Ich habe so ein Video noch. So. Aber ich habe eine Frage. Nach der, also ich meine, guck mal, vor dem Kampf, meinst du, dass es so durch Emotionen passiert? Oder war denn, oder haben die, denkst du, haben die vorher schon gesagt, egal wie der Kampf ausgeht, wir machen das Palaver. Der Kampf ist, also der, auch wenn ich gewinne, für mich, also das Khabib selber gesagt hat, für mich, ja, mein Herz wird so, ist nicht genug getan für mein Herz, dass der nochmal einen draufsetzt. Mit dieser ganzen Aktion, war das so vorgeplant? Ich glaube nicht, dass das geplant war, weil ich war ja da in Vegas für diesen Kampf und ich bin so 10 Tage vorher hingefahren. Auf jeden Fall, letzte Woche habe ich mit denen da in einer Villa haben wir gelebt und ich habe mitbekommen, ich war mehr nervös, ich schwöre es dir, ich muss sagen, weil der da Religion, Nation, so vieles reingemischt hat. Das war schon so ein persönliches Ding, Alter. Und ich habe mir diesen Khabib angeguckt, ne, wie der rumhängt, was der so redet und so. Ich hatte das Gefühl, dass der Junge nicht, dass das der kämpft, dass ich kämpfe, Alter. Ja. Mann, der war voll, Alter. Ich ruhig, dies, ja, das. Erstes Mal hat der hat professionell reagiert. Der aber, Mann, ja. Ja, aber der hat, meiner Meinung nach, hat er richtig gemacht. Wenn du schon mit Feuer spielst, dann musst du damit rechnen, dass du dich vielleicht auch mal verbrennen kannst. Aber was danach war, Alter, da, ich schwöre es dir, die haben versucht, den Khabib rauszunehmen. Und alle schmeißen Bier, ja, ja, Becher. Ja. Einer hat seinen Schuh geschmissen, Alter. Die haben den voll, Alter, Bierregen haben die da gemacht, ne, bis der reinkam. Alles geschmissen, gespuckt, diese Irren. Die waren wirklich irre. Hey, guck mal, du warst ja da, Vegas war das, ne? Mhm. Du warst mit denen in einer Villa und so. Du selber als Sportler, zum Beispiel, wir haben ja diese Grunderfahrung, dass wir auf große Veranstaltungen kämpfen, da, wie wir damit umgehen, mit vielen Zuschauern und alles drum und dran, weißt du? Und meinst du, diese ganze Atmosphäre, das, was du gesehen hast, wie die in der Spitze sich benehmen, so deren Abgeklärtheit, ja, dass es dir was gebracht hat, dass du zum Beispiel was dazugelernt hast dadurch? Oder ich denke das schon, so, dass ich da schon ein paar Sachen für mich auch so mitgenommen habe während dieser ganzen Woche, wie der so sein, wie soll ich dir sagen, wer ist das Wort nochmal, seine Professionalität, sagen wir so, wie der Ganze so vorgegangen ist. Der hat das alles professionell gemacht, da waren null Emotionen drin. Das ist so eine Sache, wo ich sagen würde, das braucht jeder eigentlich, weil Emotionen haben da nichts zu suchen. Guck mal, da war noch eine Sache, die wollten ja Khabib den Gürtel nicht da drin geben, im Cage. Weil dann hätte das eskaliert. Was denkst du, war das eine richtige Entscheidung? Und wer hat den Gürtel danach und wie hat er den danach bekommen? Hat den Dana White selbst persönlich dann vorbeigebracht? Da, diese Details noch? Weiß ich nicht. Am Ende, wo wir in der Villa waren, Gürtel war da. Aber wie der den, wie die haben den bekommen hat. Losgeschickt. Wer bringt den dahin? Ja, der, so aus Dings, Dana White seiner Sicht hat er das Richtige gemacht, weil hätte der den im Cage gegeben, da war schon auch so schon am Eskalieren, Alter. Ich sag dir, du hättest sehen müssen, wo die den rausgebracht haben. Von Weitem, ich habe nur gesehen, so Wasser, Bier, Flaschen, Schuhe, alles, Käppi, alles Mögliche, Bruder. Ja. Der ist so gegangen und nachdem war immer so ein Schaufelmüll, Alter. Hey, ich habe noch eine Frage, was mich selber letzte auch, hoffentlich. Wir schauen, was mich auch selber sehr interessiert. Khabib ist ja religiös und die Jungs drumherum auch und so. Also von Alkohol oder sonst irgendwas gehe ich sowieso nicht aus. Aber wie, also du weißt, wie wir feiern zum Beispiel.
Wir kommen nach Hause, wir gehen essen, werden Besuch eingeladen, da, zusammen mit Bekannten. Wir feiern so, wir dürfen einmal komplett ausessen, aufessen sozusagen, satt essen. Wie war das, wo ihr in die Villa gekommen seid, was habt ihr genau gemacht? Das würde mich jetzt auch sehr interessieren. Wo wir zurückkamen, gab es erstmal Emotionen, dies, das, egal wo du geguckt hast, haben so laut alle geredet. Ich dachte mir, wo sind wir, Aftershow-Party oder was? Ja. Jeder hat ein bisschen gegessen so, und dann hat... Weil da waren zu viele Fans auch so mäßig, so Freunde von dem. Und dann, wo schon alle weg waren, dann haben wir so ein bisschen einigermaßen gegessen, gelacht. Und dann hat dieser Asset, der von hinten so geschlagen hat, da haben wir über den ein bisschen gelacht. Der eine sagt, du hast den dreimal gehauen, der ist stehen geblieben. Ja. Wie geht das? Der sagt, ich habe hier mitgeschlagen, extra sowas. Da gab es schon so. Also sagst du, so wie bei uns auch, nichts Besonderes, Essen, mit Lachen, so, ja, und das hat auch... Hast du den gesehen, was hat der gemacht, so war das. Hat der Khabib noch danach erzählt, wie der Kampf für den selber war? Das vielleicht, was er nicht in irgendwo Interview erzählt hat, vielleicht irgendwelche kritische Situationen gewesen? Nein. Und wir haben so ein bisschen geredet, dritte Runde war das, glaube ich, wo so einigermaßen ausgeglichen war mäßig. Da hatte ich gesagt, kein Panik mäßig, da hatte ich alles unter Kontrolle. Ich wollte den tiefer, dafür hat er, die haben mit Ali miteinander diskutiert, der hat versucht, den zu sagen, warum hast du so gemacht, du hättest dritte Runde beenden können. Der hat dann gesagt, ja, ich weiß besser, hin und her war das. Am Ende hatte ich auch keinen Bock mehr, bin ich. Aufs Dings, wer ist das nochmal? Strip von Strip? Vegas? Also nichts mit Strippen? Nein, Strip. Vegas Strip. Stripper. War ein Trip. Ein Trip in den Strip. Genau. Hey, Abus. Ja. Ich schwöre dir, das war richtig interessant für mich. Ich hoffe, das ist auch für die Zuschauer interessant. Hoffentlich. Weil wir haben mit dir nie so richtig darüber geredet. Und ja. Wir haben allgemein das erste Mal miteinander geredet. Ja. Gut, dass die Kamera da ist. Ich lerne dich besser kennen. So, also, du bist ein korrekter Typ. Stellt sich am Ende. Ich habe auch so viel über dich Negatives gehört, aber ich glaube nicht, dass du so einer bist. Na. Du siehst zwar gefährlich aus mit deinem Auge, aber. Das. Arbeitsunfall. Das gehört dazu, ja. Das gehört dazu und es ist okay. So. Damit war es das auch. Abus, danke dir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und keine Ahnung, schreibt mal irgendwas, was wir machen sollen.